Einen wunderschönen guten Tag zurück zu 7 Days to Die. Ist zwar schon Tag 27, aber das wird jetzt einfach Teil 1 sein. Wir befinden uns auf einer zufallsgenerierten Korte. Und ich habe mal mit meiner Frau und dem lieben Lobob, also Micha, angefangen hier das Gefängnis einzunehmen. Hat sich ein bisschen was getan. Ich zeige euch hier mal ein bisschen was. Dann hätten wir hier halt für die Blutnächte unseren Käfig. Halt, wo wir auch hochkommen. Zack, zack. Naja, wenn man natürlich läuft, ne? Voraussetzung ist laufen und springen, und dann würden wir halt im Falle der Blutnacht halt die beiden Klappen hier wieder hoch machen, hier rüber reingehen, und wie ihr ja sehen könnt, es ist weit und breit fast alles entfernt worden. Da hinten sind noch ein paar Steine, ein bisschen Baum. Wir haben auch angefangen, die Häuser, die links und rechts vom Gefängnis standen, zu entfernen. Also wie gesagt, angefangen zu entfernen. Hier ist mir mal ein Malheur passiert. Das werde ich euch auch gleich zeigen. Machen wir erstmal eine kleine Rundführung. So. Zack, Zugbrücke hoch. Hier haben wir die Kiste für den kompletten Loot, wenn wir looten. Hier Sachen für den Händler. Wenn wir jetzt hier hochgehen, ne? Hier oben war ein Dach. Da habe ich jetzt ein paar Bäume schon mal aufgepflanzt, sozusagen. Damit wir, wenn es sein muss, Holz brauchen, dass wir es direkt vor der Nase haben. Das Teil hier muss ich noch schließen, sehe ich gerade. Ja. Runter. Zack, zack. Hier hätten wir halt unsere Bauwerkzeuge, Baumaterial, Öl, Kleber, Reparatur, Moppeteile, verfaultes Fleisch, Medizin, Tierfett, Knochen, Stoff, Leder, Klingen und Keulen, Sand, Schatz und Aufträge, Kochmaterial, damit wir kochen können. Hier drüben haben wir halt Goldrot-Tee. Erstmal genügend. Dann roter Tee. Bier haben wir im Angebot. Yucca-Saft, weil der, und Honig, weil der liebe Michael ja Fanatiker von Yucca ist, habe ich das auch angefangen. Maisbrot hätten wir hier noch. Dosenfutter. Wildbreteintopf. Okay, hier ist jetzt noch ein bisschen gegrilltes Wildbret. Speck und Ei haben wir auch noch. Ich habe ja gerade gesehen, dass ich ein bisschen Hunger habe. Das werden wir mal ändern. Zack. Ja, also hier oben habe ich ja schon abgebaut, wie ihr seht. Hier gibt es keine Gefängniszellen mehr. Die sind weg. Hier sollen die auch noch so einigermaßen wegkommen, dass wir hier ein bisschen Platz haben. Dieses Gebäude hier so werde ich so lassen. Mit der Chemie und der Werkbank. Hier hätten wir halt noch schon mal zwei Zementmischer. Ein bisschen Zement, hier die Waffen. Also das werde ich lassen. Hier kommt so ein Gefängnisgitter rein. Ich höre eine Kreischerin oder so. Hier haben wir unseren Hof, wo jetzt auch noch ein paar Bäume stehen. Aber der ist, ist definitiv da zum Anpflanzen von Samen, die wir hier haben, mit Dünger und alles Mögliche. Ja, jetzt kümmern wir uns mal kurz um das, was hier draußen ist. Voraussetzung, es ist draußen und nicht im Gefängnis. Ihr seht, also reinkommt nichts.
nicht da rein, zumindest wo wir sind. Das Vieh lag vorher schon, also muss es sozusagen fast im Innenhof ja sein. Aber das ist ja nicht das Problem, da kommen wir ja hin. Gucken wir doch mal. Ja, Mülltonne. Okay, hier ist nichts. Dann weiß ich auch nicht, wo die Kreischerin war, oder der Zombie. Wie gesagt, das Haus müssen wir noch komplett entfernen. Das auch, da steht noch ein bisschen der Schornstein. Ups. Schießen wollte ich jetzt eigentlich nicht. Ja, und wie gesagt, das ist jetzt hier unser Zuhause. Ich weiß nicht, ich würde jetzt roundabout sagen, ich mache jetzt erstmal. Na, hier auf. Mit dem Bau weiter. Wo ich halt die Tage immer gearbeitet habe. Wie gesagt, Tag 27 haben wir hier. Und Tag 28 wird eine Blutnacht sein. Die wird natürlich auch aufgenommen. Jetzt muss ich mal was gucken. Zack, 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 zack. Na. Einmal Gefängnistür brauchen wir geschmiedeten Stahl, Schraubenfedern und zwei mechanische Teile. Das kriegen wir hin. Baumaterial geschmiedet, Federn, mechanische Teile. Werden wir uns jetzt hier mal eine Tür bauen. Gefängnistür. Auf 45 Sekunden, gut. Kann ich den Rest schon mal wieder wegpacken. Was ich nicht brauche, brauche ich halt nicht, ne? Zack, zack. Ja. Wenn wir hier nochmal schnell die beiden, die Spitzhacken hier zusammenfügen.
Na, passt doch. Jetzt brauche ich Holz und die Nägel habe ich auch nicht mehr. Das ist natürlich jetzt gerade blöd. Zack. Fünf Schilder. Das kommt ja hier komplett weg. Das wird halt jetzt echt ein bisschen länger dauern. Aber dagegen kann man ja nichts machen. Das ist einfach so. Werde jetzt auch nur so lange machen, bis 12 Uhr ist sozusagen. Dass wir dann zu dem Blut fahren können. Aber das wird halt im nächsten Teil sein. Gut, mit dem Steinschlag bedanke ich mich fürs Zuschauen und wir sehen uns zum nächsten Mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Anregungen immer her damit. Würde ich mich auf jeden Fall freuen. Bis dato. Ciao, ciao.